Da. Hier runter. Da hoch. Wow, super schnell. So, du da drauf. So. Achso, und dich wieder so hinstellen. Ja. Okay. So, also Roseschips werden wieder produziert. Komm wieder dahin, komm wieder dahin, komm hier hinten hin und du baust dann nach und nach langsam die Roboter. Die dann... Was machen wir mit denen? Passive Provider Chest? Ne, warte. Nein, nein, nicht das da abreißen. Wir machen jetzt ein lustiges Spielchen. Das nicht aufgeht. Moment, das kriege ich hin, das kriege ich hin. Das da weg. Also von da, da, 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 da. Ärmchenprobleme. Okay, von da nach da, von da nach... Nein. Geht immer noch nicht auf. Von da nach da, von da nach da, von da nach da. Nach da. Da rein. Oh, ein zu früh. Nein, zu kurz. Gib mir ein rotes Ärmchen. Ja, bau das zu Ende. Fließband wäre wesentlich einfacher gewesen, ich weiß. Aber das ist Skynet, das muss irgendwie mechanischer aussehen. Aha. Okay, du da so, bau. Ja, sehr schön, sehr schön. Baut eine Roboterarmee. Okay, also das Geheimnis am Arbeiten. Jetzt wollten wir viele Sachen machen. Du warst für Skynet geplant, genau. Akkus nicht, nein. Gucken wir mal. Steinchen war problematisch, Eisen war problematisch. Die Produktivitätsmodule wollte ich einbauen, genau. Und ich würde mir eigentlich ganz gerne von hier oben ein paar grüne Chips klauen. Dafür müssten ja ein paar vorhanden sein, ne? Jupp. Beschränkt die doch mal. Jetzt haben wir hier echt ein Problem. So. Gut. Ja, ist okay. So, Kupfer staut sich. Eisen ist problematisch. Kümmern wir uns gleich drum. So gut es halt geht. 6 Module. Wo war das Eisenerz? Das Eisenerz war hier. Schon wieder einer schlapp gemacht. Weg mit dir. Euch raus, euch rein. Euch raus, euch rein. Euch raus, euch rein. Schon haben wir wieder keine Module. Nee. Du. Also die können wir jetzt vorbereiten, weil wir können sie noch lange nicht anschmeißen wegen Modulmangel. Wobei ich da vielleicht nicht so... Achso, und hier wird es wieder unten weggesammelt. Ja. Ja, weg mit euch beiden. Wobei ich vielleicht nicht so knauserig sein sollte. Das sind jetzt hier 30% mehr Produktivität und bei denen wären es 15%. Und wir haben gerade Probleme mit den grünen Tränken. Das ist auch immer schön abwechslungsreich, ne? Zuerst die blauen, dann die roten, jetzt die grünen. Warum auch nicht? So, was fehlt euch? Normale Ärmchen. Normale Ärmchen kommen nicht an, weil du kein Eisen hast. Ja, wir haben momentan noch kein Eisen. Ja, okay, ich sehe das Problem. Wir schließen das jetzt an. Das ist jetzt nicht hundertprozentig effektiv, aber wir haben dann wenigstens Eisen für sowas wie grüne Tränke. Und ich habe keine Fließbänder mehr. Da war die Fließbandkiste.
Nom 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 nom. So. Da. So, wird sich jetzt auf der linken Seite staunen. Aber das ist dann halt so. Noch ein Tipp, der jetzt schon mehrfach von verschiedenen Leuten kam. Ich soll an den Ecken immer schnellere Fließbänder nehmen. Das würde wohl diverse Probleme beheben. Also, weil an den Ecken ist das Fließband nicht so schnell. Also ein gelbes Fließband an der Ecke ist nicht so schnell wie ein gelbes Fließband auf einer geraden Strecke. Das heißt, man sollte eigentlich an allen Ecken dann die schnelleren Fließbänder nehmen. Wird jetzt nicht so viel ausmachen, aber so ein kleines bisschen kann das ja nicht schaden. So, hier ist okay, da ist okay. So. Mehr habe ich auch gerade gar nicht. Ist nur für die spätere Planung vielleicht noch interessant. So, Eisen. Es kommt jetzt mehr Eisenerz an. Das müsste also soweit alles gut laufen. Beschränken wir trotzdem mal ein bisschen was hier bei den Chips. Also hier hatte ich ja schon beschränkt auf 3. Das ist gut. Hier hatte ich beschränkt auf 2. Dich beschränke ich mal auf 1. Dich auch auf 1. Wir haben kein flüssiges Kupfer. Warum nicht? Weil kaum Kupfererz ankommt. Weil kaum Kupfererz ankommt, ja. Wir haben das Ding da unten nämlich immer noch nicht erschlossen. Bau mehr Produktivitätsmodule. Ist echt ein Moloch. Frisst sich durch die Welt, nimmt alles an Ressourcen mit. Kenne ich irgendwie. Wir brauchen eine Flagge. So, Roboter werden langsam mehr. Gucken wir mal ganz kurz. Oh, die Kisten wollen wir noch testen gleich. Wie viele Roboter haben wir denn? 15. Das ist süß. In den letzten Welten hatten wir immer so, keine Ahnung, 200, 300? Ja, werden wir also definitiv noch steigern müssen. Oh, die Powerrüstung ist fertig, stimmt. Powerrüstung. Zack. So, wir haben jetzt mehrere Slots. Wir brauchen einen Fusionsreaktor. Da, dafür brauchen wir noch ein paar blaue und wir brauchen noch 2 Alien-Artefakte. Nicht ernsthaft. Oh, stimmt, ich wollte töten gehen. Mist, 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 Mist. Jetzt haben wir schon wieder 13 Uhr. Na gut, besser als gar nichts. Also, ich hätte gerne blauen Chips noch mitgenommen, damit ich unterwegs das bauen kann im Notfall. Da, blaue Chips. Ja, damit. So. Noch irgendwas? Nö. Nur die Dinger da. Alien-Artefakte. Weg, weg. Weg. Bäume. Handgranate, komm. Ah. Sorry für die Lautstärke. Aber es war notwendig. Die haben mich böse angeguckt. Du da. So, und jetzt haben wir eine angeschlagene Basis, die nur darauf wartet, den Todesstoß zu bekommen und dann ausgelootet zu werden. Und dann sollten wir... Silber. Dann sollten wir definitiv genug haben für den Fusionsreaktor. Gold, auch nicht schlecht. So, kommt mal alle mit, ich will einen Spawner töten, und zwar einen guten Spawner. Oh, 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 oh. Stimmt, die bessere Munition wollte ich auch noch herstellen. Ah, so viel zum Herstellen. So, die Hunde habe ich jetzt absichtlich erschossen, damit ich jetzt gleich ein bisschen länger reparieren kann. Die sehen unterschiedlich aus, machen wir das gleiche. Ja, das war auch so eine Sache. In der nächsten Dietech-Version wird es 2 Arten von Lava-Pools geben. Und zwar einmal einen, der unendlich viel drin hat, aber nicht sehr heiß ist. Und einen, der heiß ist, aber halt begrenzt Inhalt hat und dann irgendwann leer ist, so wie es bei uns jetzt auch der Fall ist. Wenn man später unendlich viel Lava hat, das ist schon ganz praktisch. Würde nur sehr in den Kohleverbrauch gehen, denke ich mal.
Weil wenn da meinetwegen nur 800 Grad heiße Lava rauskommt, dann muss man es ja zigmal erhöhen, bis es überhaupt irgendwie einsetzbar ist. Repair Packs. Da kommt der Rest, gut. Das war aber mehr als nur einer. Wo ist der Rest? Warum lungert ihr da oben rum? Das ist sehr komisch. Schießen. Jo. Krusch. Oh, haben wir den Item Collector jetzt schon gesetzt? Hier? Ne, da ist er. Steig mal kurz aus. Hau den mal da. Oh oh. Wo kommst du näher? Immer diese Nachtzügler. Sieht aus, wenn er zerstört worden wäre, aber hier sind nur die Leichen, die da drin sind. Ja, wir müssen da kurz rein. Bäume müssen nämlich weg, damit er ein Ärmchen hin kann. Ja, wo der Platz könnte reichen. Wo wollt ihr denn hin? Nicht ernsthaft. Die laufen jetzt bis da ganz hinten hin und greifen da an? Anscheinend schon. Krass. Okay. Also selbst wenn dann hier oben irgendwo später eine Lücke kommt, also von dem Gegner geschlagene Lücke, laufen die dahin von alleine. Das ist super. Oh, aber schon um 18 Uhr. Ich sollte... One object was destroyed. Sieht aus wie ein Humanoider. Was werden die Hunde sein? Okay, die Hunde sind doch nicht zur Verteidigung gestürmt. Die sind in die gegnerische Basis gerannt. Ja, gut. Hoffen wir mal, dass die ganze Basis jetzt nicht angelaufen kommt. Aber wenn doch, haben unsere Item Collector was zu tun. Ja, das sind nur die Hunde, okay. Den Spawner töten. Okay. Und ich finde unsere Hunde irgendwie cooler. Die sind größer und pilziger. Ah, da wurde eine Mauer angegriffen. Das heißt, theoretisch könnten wir bei unserer Basis vor den Mauern oder in einem extra Bereich. Lasst euch mal raus. In einem extra Bereich ganz viele von diesen Hundedingern hinstellen und dann greifen die durchgehend den Feind an. Und wenn wir irgendwann mehr produzieren als die, können wir so deren Basis überrennen. Mit Hunden. Interessant, okay. Das war jetzt nicht so klug mit der Lücke da. Naja. Also wir brauchen echt so eine Art Kennel, also so einen Zwinger. Ein Bereich, der nach außen hin offen ist, wo ganz viele Hunde drin spawnen können. Also ähnlich schon wie das Gebiet hier, wobei hier noch die Ölversorgung ist. Wenn die nicht da wäre, könnten wir sie für sowas benutzen. So, bist auch weg. Gut. Ne, gut, geht spielen, Jungs. Ist okay. Dadurch locken wir zwar immer wieder den Feind an, aber was soll's. Sind alles Leichen, die wir bestimmt für irgendwas Tolles gebrauchen könnten. Also ja, Chitinherstellung eigentlich. Aber das habe ich immer noch nicht irgendwie angeschmissen. Und jetzt ist es gleich wieder zu dunkel. Also, Wagen einpacken. Tür zu machen. So. Öl. Genau, Öl wollten wir auch machen mit den Pump-Checks. Schließ die bitte mal an. Da. Da. So, so. Da ist dein Ausgang. Gut. Dein Ausgang ist da. Da
Aber runter da lang. So, wie schaut es jetzt aus mit dem Öl? 1,6 müsste schon mal okay sein. Komm, bau noch ein paar Jack. Für mehr fehlt ihr Eisen. Das holen wir gleich mal.